alle zusammen. Also zuerst habe ich gerade mal eine Frage an euch. Wäscht ihr euch eigentlich auch so ungern wie der Pumuckl? Also um ehrlich zu sein, bis jetzt habe ich nicht einmal gewusst, ob sich so ein Kobold überhaupt wäscht. Aber seitdem diese Geschichte passiert ist, weiss ich es. Und ich habe euch gerade jetzt schon verraten, dass unser Pumuckl dabei gründlich gewaschen worden ist. Allerdings, zuerst ist es nicht einmal um seine Sauberkeit gegangen. Nein, es ist um die Sauberkeit vom Meister Eder seiner Küche gegangen. Der hat nämlich einen Maler bestellt, der ihm die Küche frisch gestrichen und gewichselt hat. Wo der Maler fertig war, ist die Frau Knüsli gründlich putzen. Ja, ihr wisst ja vielleicht, wie es aussieht nach so einem Unternehmen. Alle Möbel werden in den Gang rausgestellt, alles, was an der Wand gehangen hat, ist abgehängt worden und nicht mehr angeschoben. Und es sieht aus, wie wenn nie mehr etwas an seinen alten Platz zurückkommt. Ein wirklich ungemütlicher Zustand für alle. Außer für den Pumuckl. Der fühlt sich so richtig wohl in so einem Krüsimüsi. Er ist zwischen den Möbeln umgeturnet, von einem Stück aufs andere gehüpft und in den Schubladen, die rausgezogen und aufgebiegt waren, hat er die interessantesten Sachen gefunden. Tja, und darum ist er auch richtig wütig geworden, als Meister Eder seine Putzfrau wieder Ordnung gemacht hat. Und weisst überhaupt, was die blöde Putzfrau da jetzt macht? Erstens, Pumuckl, ist das keine blöde Putzfrau, sondern Frau Knüsli, wo ich sehr froh bin um sie. Und zweitens sorgen sie dafür, dass bei uns endlich wieder Ordnung einkehrt und alles sauber ist. Ja, und dabei leert sie köbelweiss Wasser auf den Küchenboden. Köbelweiss! Und nicht nur Wasser, sondern auch noch Schaum. Also wenn ich das würde machen, weisst du, wie du dann würdest schimpfen mit dem armen Pumuckl? Schimpfen und schimpfen und schimpfen. Also hör mal, das ist doch ein Unterschied. Frau Knüsli muss schliesslich den Dreck rausputzen. Der Dreck geht nicht weg, weil ich nämlich immer wieder neue Dreck kann rühren. Das lass gefälligst sein, verstanden? Wenn die darf Wasser ausleeren, dann darf ich doch auch Dreck ausleeren. Irgendetwas muss ich doch auch dürfen. Ach, dummes Zeug. Das muss ich doch alles zahlen. Nein, nein, du musst mir gar nichts zahlen. Das mache ich alles gratis. Ja, du schon. Aber die Frau Knüsli nicht. Die muss ich stundenweise zahlen. Und wenn sie den ganzen Tag putzen und putzen muss, nur weil du immer wieder neuen Dreck machst, dann kommt mich das teuer zu stehen. Verstehst du das nicht? Nein. Das Putzen kostet etwas, verstehst du? Dann soll sie eben aufhören putzen. Das kann sie doch nicht, solange sie noch Dreck gekommen hat. Macht mir eine Wette, dass sie das kann. Ich nehme einfach den Putzlumpen weg und verstecke ihn. Lumpen fort und 1, 2, 3, fertig ist die Putzerei. Das wird billig für dich und lustig für mich. Halt! Da bleibst du. Au, hey, du, nicht so festheben. Au, au, au. Du tust mir ja weh am Arm. Ich will dir ja nur helfen, sparen. Danke. Aber du lässt jetzt Frau Knüsli in aller Ruhe putzen. In aller Ruhe putzen kostet aber schon ein paar viel Geld. Wenn jemand in aller Ruhe putzt, dann dauert das stundenlang. Du weißt genau, was ich meine. Wenn ich sage in Ruhe, dann meine ich ungestört. Kapiert? Aber mich darf man dann immer stören. Wenn ich Wasser auf den Boden ausleere, dann werde ich gestört. Wenn ich stören will, werde ich gestört. Wenn ich nicht stören will, werde ich auch gestört. Ich bin ja schon ganz gestört, so werde ich gestört. Und er hört ganz empört, schon bald gestört. So, jetzt hörst du aber auf. Siehst du jetzt? Sogar beim Reden werde ich gestört. Oh, was darf ich eigentlich? Nichts darf ich. Oh, ich tue mir richtig leid. So leid, dass ich gerade muss heulen. Nichts darf der arme Pumuckl machen, gar nichts. Oh. Wenn ich doch kein Kobold wäre, sondern eine Putzfrau, dann dürfte ich ungestört mit Wasser gütschen. Pumuckl, jetzt sei doch einmal vernünftig. Pass auf, du darfst auch etwas tun. Etwas viel Schöneres als Putzlümpen verstecken und Dreck auf den Frischputzboden rühren. Aber wenn es doch gar nichts Schöneres gibt. Mal, das gibt's schon. Gib acht. Wir haben doch alle Schubladen zum Schrank ausgezogen, dass man einen leichter schieben kann. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Und da ist doch jetzt ganz hinterst im Gang oben drauf die Schublade, wo ich immer so Sachen reinrühre. Weißt du, alte Schnüre und Korkzapfen und Gümmeli.
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.